Hallöchen, meine Lieben. Heute möchte ich euch meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Ich hatte ja am 4.6. Geburtstag und ja, ich habe wieder so viele schöne Sachen bekommen und wollte sie euch einfach mal zeigen. Und anfangen tue ich mit dem Geschenk von meinem Schatz, weil das fand ich einfach wieder total süß und er hat sich total Gedanken gemacht. Ja. Er hat mir eine wunderschön verpackte Handtasche geschenkt. Also da hängen noch die Bänder dran. Von der eigentlichen Geschenkverpackung, aber die war auch noch so super toll umverpackt und richtig toll. Ja, das ist so eine grau-topfarbene mit weiß farbene Handtasche. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an, wie er das Geschenk aufgebaut hatte. Er hatte hier so lauter so Karten drin. Die erste hing draußen an der Verpackung. Das war so ein süßer kleiner Panda-Bär. Das waren schon Anspielungen auf das Geschenk. Dann war die nächste hier vorne in diesem Fach versteckt. Also die Tasche, die hat auch super viele Fächer. Und da waren einfach Geburtstagsgrüße drauf. Und da stand drauf, dass es eine Überraschung für mich gibt. Dann gab es dieses kleine Faultier, das hatte sich dann, hier ist auch schon was drin, mein Portemonnaie, hatte sich dann in dieser Tasche hier versteckt. Ja, und da stand dann drauf ein Gutschein für. Und ja, dann war dieser Biber, ist das, glaube ich, das steht auch auf den Karten, ja, ein Biber. Der war dann praktisch im nächsten Fach hier hinten drin. Und da stand halt eine Zugfahrt. Und Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt, ich habe wieder einen Frosch im Hals. Hier in der letzten Tasche waren dann diese zwei, was waren das? Bisamrüssler. Und da stand drauf Eintrittskarte für den Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Das heißt, wir fahren ein Wochenende mit dem Zug nach Hamburg. Und ja, das hat er mir praktisch geschenkt, inklusive der Tasche. Und weil es mir beim Zugfahren immer so schlecht wird, hat er dran gedacht, und das war in der kleinen Mitteltasche hier drin, hat er mir Reisetabletten gekauft. Finde ich super, super süß. Also er hat sich super Gedanken gemacht, mein Freund. Und es hat mich eigentlich auch so ein bisschen zu Tränen gerührt. Ich habe mal wieder geheult. Ich bin eh so nah am Wasser gebaut. Und ja, ich liebe diese Tasche. Sie ist einfach so schön. Ja, die hat auch noch hier so ein kleines Schloss. Damit kann man halt wirklich hier vorne die Tasche nochmal praktisch öffnen, richtig öffnen. Weil ja, neben diese Teile stören halt schon beim Öffnen. Aber ist natürlich auch praktisch und sicher fürs Portemonnaie. Hier innen drinne sind dann solche kleinen Handy- und Stiftfächer. Ja, das große Fach hier. Dann ist hier in der Mitte noch so ein kleines, ja, Schminktäschchenfach, sage ich immer. Da ist immer mein Schminkkram drin. Dann haben wir hier hinten noch ein großes Fach und noch ein Zipperfach. Der Gurt ist auch noch hier drinne. Ja. Und das war so das erste Geschenk und das fand ich wunderschön. Da habe ich mich auch megamäßig drüber gefreut. Ja. Dann das nächste, worüber ich mich auch bombastisch gefreut habe, ist, ich habe von meinen Eltern ein Pandora-Armband bekommen. Das ist dieses hier. Das ist das silberfarbene mit diesem ganz normalen Pandora-Clip. Also dieses Basic Band, da gibt es ja verschiedene von, auch in Gold und Gold mit Silber und Silber mit Gold und ja. Und für meine Eltern gab es dann noch dieses Schleifchen zu dem Armband dazu. Und meine Schwester hatte mir dieses süße, das sieht man jetzt so kaum, weil die sind so klein, dieses süße Blumencharm dazu gekauft. Ja, aber ich muss mal schauen, also das Band ist jetzt schon so weit und ich glaube, die Bänder von meiner Schwester und meiner Mutter waren zu Beginn enger, aber natürlich ist es immer schwierig, ein Band zu kaufen, wenn man halt die Handgelenksgröße nicht hat, beziehungsweise nicht probieren kann.
Und deswegen werde ich jetzt die Tage nochmal zu Pandora fahren und nochmal nachfragen. Da diese Bänder ja wachsen und ich ja mit meinem anderen Band schon das Problem habe, dass es über mein Handgelenk rutscht. Deswegen sitzt das hinter dem Kunststoffband. Und ja, auf jeden Fall wird das dann ja nochmal bei Pandora überprüft, ob das wirklich die richtige Länge hat. Aber ich habe mich tierisch drüber gefreut, weil ich mir das wirklich gewünscht habe und gehofft habe, dass ich es bekomme. Und jetzt habe ich es. Und ich liebe solche Bettelarmbänder. Und ja, mein Sabo-Armband ist gerissen. Die Anhänger sind bis auf drei jetzt auch alle weg. Also sie sind alle abgerissen, abgebrochen. Ich weiß es nicht. Und deswegen wollte ich kein Sabo-Armband mehr haben und auch keine Charms mehr für das Armband. Und bin dann ja praktisch über meine Mutter auf dieses Pandora gekommen, weil da kann man auch Charms sammeln und die sind so schön und die hängen halt nicht irgendwo rum und man bleibt überall mit hängen. Deswegen ja, bin ich ganz glücklich, dass ich das jetzt habe. Aber genug geschwatzt, wir machen weiter. Von Freunden habe ich dann ein Buch geschenkt bekommen, kenne ich absolut nicht. Amelie Northamp. Mit Staunen und Zittern. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn ihr das schon gelesen habt, könnt ihr mir ja gerne mal einen Kommentar dazu dalassen. Ich kenne es wie gesagt nicht. Ich habe es mir auch noch nicht auf der Rückseite jetzt durchgelesen, aber das werde ich jetzt die Tage tun, weil bei dem guten Wetter ist ja Seewetter und dann werde ich das auf jeden Fall lesen. Dann habe ich diese Blume hier bekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Muss ich mal googeln, aber ich glaube, es sieht so aus wie so eine Ballonblume oder sowas. Auf jeden Fall ist sie wunderschön und die wird auch einen schönen Platz hier bekommen. Ja, und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil mit Blumen kann man mir eigentlich immer eine Freude machen. Ich habe auch zwei Blumensträuße bekommen, die stehen jedoch in der Küche und so ein bisschen hier in der Wohnung verteilt. Ja, dann meine zwei Besten haben mir einen Gutschein für die Rhein-Main-Therme geschenkt. Ja, das fand ich auch super, super schön. Das ist einfach eine Tageskarte inklusive Saunaparadies und einer Teilkörpermassage. Ja, und da werden wir uns einen wunderschönen Tag in der Rhein-Main-Therme machen. Und ja, sie haben sich echt Gedanken gemacht und ich fand das so süß, dass sie sich da wirklich so was Tolles ausgesucht haben. Und ja, fand ich so toll. Ich habe mich so gefreut, wie so ein Keks. Ja, dann von den Schwiegereltern habe ich es natürlich vergessen. So, weiter geht's. Ich habe natürlich das Kochbuch in der Küche liegen lassen. Von den Schwiegereltern gab es einmal dieses Heimatkochbuch. Ja. Von Tim Melzer, da sind jede Menge deutsche Gerichte einfach drin. Ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil ich ja Kochbücher sammle und über alles liebe. Und es vor allem liebe, auch nachzukochen. Ja, und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und da wird auch demnächst direkt rausgekocht. Dazu gab es dann noch von Tchibo so eine Rosenbackform oder auch Pralinenform, also da kann man Mini-Kuchen backen oder Pralinen draus machen. Das fand ich einfach auch so super, dass sie halt so wirklich so drüber nachgedacht oder dran gedacht haben, dass ich halt so gerne backe und koche und dass sie sich halt wirklich was dazu einfallen lassen haben. Fand ich so toll. Ja, und dann praktisch zu meiner Kaffeemaschine habe ich noch drei Espresso-Tassen und drei Unterteller geschenkt bekommen. Eine habe ich davon noch, eine hatte ich runtergeschmissen. Sie hatten mir mal zwei geschenkt. Und ja, das sind die von Depot, diese rundlicheren. Ja, und jetzt habe ich wieder ein Set von vier Tassen, dass, wenn mal Besuch da ist, dass ich meinem Besuch auch Espresso anbieten kann. Alles ein bisschen durcheinander. Hier ist noch ein Blümchen, was ich von meiner kleinen süßen Nichte geschenkt bekommen habe. Das fand ich auch sehr, sehr toll. Von dem Neffen von meinem Freund, der hat mir ein super süßes Bild gemalt. Das hängt auch in der Küche. Ja, dann ist hier eine Flasche
Kirsche und schwarze Johannisblüte-Sekt oder schwarze Johannisbeere. Ja, schwarze Johannisbeere-Sekt. Den habe ich auch von Freunden bekommen und ich liebe ja solche außergewöhnlichen Sektsorten. Und ich stehe ja auch auf so tolle Verpackungen. Also wenn so eine Flasche schon so toll aussieht, muss ich die ja unbedingt kaufen. Die hat jetzt einen doppelten Verschluss, also einmal so einen Kronkorken und dann noch so einen Plopp-Verschluss. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, das heißt, man kann sie aufmachen, kann was trinken und kann sie auch direkt wieder zumachen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ja, dann geht es weiter mit Alkohol. Da gab es dann noch eine Flasche Rosé-Wein für mich. Und was ich halt sehr, sehr schön fand, war halt auch hier diese Karte, die sie handgemalt, handgeschrieben hatte. Und die gefällt mir super, super gut. Dann solche zwei Teelichtgläser. Ja, die passen ja jetzt auch super in den Sommer und die kann ich auch super zum Dekorieren gebrauchen. Und dann jede Menge Gutscheine. Das erste ist ein Rituals-Gutschein über 20 Euro. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil meine Rituals-Handseife ist nämlich leer und die kostet, ich glaube, 8 Euro. Und ich bin ja momentan echt so ein bisschen geizig, die nochmal nachzukaufen. Also ich glaube, hätte ich den Gutschein jetzt nicht, hätte ich mich mal umgeschaut nach was anderem. Aber ja, ein Rituals-Gutschein. Dann ein 10-Euro-Gutschein für Hugendubel, dass ich meine Buchsucht befriedigen kann. Dann habe ich hier noch einen, ich glaube, 20 Euro, ja, 20 Euro Douglas-Gutschein. Den kann man ja auch immer gebrauchen, also vor allem ich. Ich wollte mir jetzt zum Beispiel unbedingt diese EOS Lip Balms holen oder zumindest einen. Da werde ich den auf jeden Fall gut gebrauchen können, weil die gibt es ja bei Douglas. Und dann von einem lieben Freund auch noch einen 25 Euro Amazon-Gutschein. Ja, wie ihr seht, ich bin reich beschenkt worden und freue mich auch sehr über meine Geschenke und werde jetzt die Tage erstmal in die Stadt fahren und meine Gutscheine alle investieren. Beziehungsweise diesen werde ich online investieren, aber diese drei hier werde ich in der Stadt investieren. Dem Buch werde ich mich auch demnächst widmen, wenn ich mit meinen Büchern soweit durch bin, weil ich schon wieder drei gleichzeitig lese. Ja, die Rhein-Main-Therme, ich denke mal, das werde ich mir eher so für einen schlechten Tag aufheben, wenn halt wirklich das Wetter nicht so schön ist. Weil bei dem guten Wetter kann man ja auch an den See fahren. Ja, und mit dem Kochbuch werde ich natürlich auch loslegen. Und wenn wir nach Hamburg fahren, werde ich euch natürlich auch berichten, wie es in Hamburg war. Und ja, das war es auch schon mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst. Tschüss!